Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Ghostwire Tokyo. So, dann lasst uns mal ein neues Spiel erstellen. Ich würde sagen, ach, Tatari ist nichts für mich. Machen wir mal normal. Oh, es klingelt. Ich gehe ja schon ran. Nein, was ist los mit meiner Schwester? Ich hab doch gar keine. Wieso ruft der Typ mich einfach an? Das wurde published bei Bethesda. Aber nicht entwickelt. Nee. Tango Gameworks. Der Bowlingpin hat eine ähnliche Figur wie ich von unten. Das stimmt mir gerade nicht so gut gelaunt. Egal, wir verdrängen diese Gedanken. Ja, mein schönes Motorrad, das ich da hab. Ich soll doch auf die Straße schauen. Wieso soll ich mich für Tote interessieren? Was haben die jemals für mich getan? Leckt ordentlich. Hab eine 4090 drin, also arg viel mehr kann ich nicht machen. Komischer Nebel. Nein! Die hätten mich als Schreier nehmen sollen. Bin doch ein perfekter Synchronsprecher. So, was nu? Ghostwire Tokyo. Das wusste ich schon davor. Okay. Da stehen ein paar Leute rum. Da brennt ein Auto. Ich höre Sirenen. Und da lieg ja ich. Wieso hilft mir denn keiner? Stehen die nur rum und schauen. Hilft mir. Ich verblute. Glaube ich zumindest. Was ist mit dir los, Kollege? Ist dir schlecht? Dann versuch's mit dem Toten. Wer auch immer dieser Fragezeichen-Typ ist. Irgendein Geist. Hey, doch nicht in mich rein. Nicht vor dem ersten Date. Na gut, was will man machen? Der Mond ist so schön rot. Kommen jetzt alle Monster zurück. Das Taito-Musen-Auto brennt da einfach ab. Nee, ernsthaft, warum kommt keiner zur Hilfe? Das sieht hier nicht gut aus. Oh je. Eine gebrochene Rippe. Hammer sofort. Vielleicht sollte ich wie Madame Pomfrey aus Harry Potter reden. Das ist nicht gut mit den Augen. Ach, und da liegt mein Smartphone. Perfekt aufgestellt. Das hat ein gutes Smartphone. Hat den Sturz überlebt. Ah! Wieso habe ich denn so einen Scheiß im Gesicht? Ist das der böse Geist, der mich jetzt hier... der in mir drin ist? Ah, jetzt kommen die Teenies mal zum Helfen. Alles gut. So sehe ich immer aus. Das ist schon wieder traurig. Wenn ich in der Öffentlichkeit mein Gesicht zeige, kriege ich ähnliche Reaktionen. Ja, ich schüttel den einfach ab. Oh je. Jetzt führe ich Selbstgespräche. Nimm dir einen anderen. Das war der Plan. Es wird wieder neblig. Was ist denn mit denen los? Also, die haben die Schuhe verloren. Das ist ein definitives Zeichen für Tod. Aber warum?
oder? Ich habe auch keine Ahnung. Kannst du mir nicht sagen, was hier los ist? Oh. Das sieht doch aus wie Tote. Ich bleib lieber offen stehen. Ist hier gut. Und was sind das jetzt für Gruselgestalten? Und warum raucht mein Auge so? Ich glaube, ich soll doch ins Krankenhaus. Und die auch. Vor allem das Mädchen da ohne Kopf. Nee, ist denn das? Ah, das ist ein Mann mit einer Hanya-Maske. Ich bin eine Städteseele, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich dazuhören sollte. Ich hole mir da lieber noch eine Zweitmeinung ein. Ich hab doch heute erst geduscht. Alles sauber, was die Seele angeht. Ah, ich hab nur ein passendes Gefäß für meinen Kaffee. Wieso lacht mein Charakter denn so? Oh oh. Die kaufen glaub alle im selben Kleidungsgeschäft. Das ist mir bei meiner noch nie passiert. Nobles Ende erwartet die. Wieso werden die jetzt in Würfel eingesperrt? Ich verstehe das Spiel noch nicht. Müssen wir gleich gegen Geister kämpfen? Na komm schon, vor allem dem kleinen Mädchen kann man aufs Maul hauen. Und oh mein Gott, das ist die hässlichste Katze, die ich je gesehen habe. Ein Glück ist er weg. Was das war, das sind Probleme von später. Eine gute Frage. Nein, mein Körper. Wieso denn Toastbrot? Ich sehe dich mal um, wir haben größere Probleme hier. Oh, das ist meine Schwester. Wäre schön. Das ist ein Gegenargument. Und das ist wiederum eine gute Erwiderung. Nein, nicht die harte Tour. Oh je, wieder diese autoerotische Erstickungsfantasie. Lass das mal. Finger weg. Nimm deine Hand da weg. Ah, ich bin ganz schön willensstark. Kann ich nicht behaupten, wenn Snacks im Raum sind. Dankeschön, ein Geisterfreund zum Spielen. Ja, ja. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Doch ins Krankenhaus. Kapitel 1. Anfang. Das hätte ich jetzt aus dem japanischen Schriftzeichen nicht rauslesen können. Dafür gibt es ja die Übersetzung. So. Kann ich was machen? Nö. Wo ist denn mein Handy? Das lag doch auch hier rum. Na gut. Schon eine Zwischensequenz. Ich bin 5 Meter gelaufen. Oh. Wer sind die blauen Froschmänner?
Es regnet doch gar nicht. Weg mit eurem Regenschirm. Hat aufgehört. Okay. Was muss ich tun? Sag mir doch, was ich tun soll. Oh. Bündeln und Feuer. Oh. Das ist ganz spaßig. Bleib mir fern. Ich hab geblockt. In die Eier. 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 Okay. Kopf ist wohl ein Schwachpunkt bei denen. Ist ihr tot? Wart ihr nicht schon tot? Okay. Ja. Mein Motorrad. Okay. Ich darf nicht in den Nebel. Ich muss in Krankenhaus. Okay, jetzt habe ich eine Minimap. Und eine richtige Map. Oh, das ist aber ganz schön groß hier. Das hat man zu mir noch nie gesagt. Zumindest nicht, wenn man mich nackt gesehen hat. Hey. Ich bin ein Mensch. Ich finde es eigentlich ganz hübsch hier. Hat gedacht, in Tokio sind mehr Menschen. Weil überall liegt Kleidung. Diese schönen Spiegelreflektionen. Wird aber sagen, das Spiel läuft nicht butterweich. Ah, jetzt kommt der Tipp für Sprinten. Mache ich doch schon die ganze Zeit. Ein neuer Datenbankeintrag. Sprinten, okay. Ich glaube, wir wissen, was das macht. Hauptsächlich Lungenschmerzen. Waffel und Müllsäcke, würde ich mal sagen. Nein, anderseitige Materie. Ich dachte, ich soll das jetzt abschlecken, wenn ich es probieren soll. Schlagangriff. Oh. Äther und kristallisierter Äther. Du wirst auf kristallisierten Äther treffen, der durch ätherische Weben oder Schlagangriffe zerstört werden kann. Dabei zerbricht die Ablagerung und setzt ein Äther-Schauer frei. Durch Absorbieren von Äther wird SK wiederhergestellt, die Energie für Angriffe mit ätherischem Weben. Durch das Besiegen von Besuchern erhältst du ebenfalls Äther. Okay. Nix gelernt, weiter geht's. Bankautomaten, die kann man doch sicher knacken. Weg mit dem Dreirad. So, wir müssen in Marys Zimmer oder Maries. Oh. Da hinten ist der Wegpunkt, aber ich bin ja schon ein kleiner Explorer. Bild nicht verfügbar. Patientenkarte Kyoko Kudo. Aha. Bitte legen Sie beim ersten Krankenhausbesuch des Monats Ihre Versichertenkarte vor. Ach, davor hat man nicht mal im Spiel Ruhe, dass die das sagen. So, wo geht's denn hier lang? Na gut, dann gehen wir den offiziellen Weg. Oh, ein böser Automat. Weg mit dir, ich brauch doch den Äther. Ängstliche Nachricht. Takun, komm sofort zurück. Aus dem Eingang strömt weißer Rauch. Er könnte giftig sein. War, glaub, giftig. Zumindest war er tödlich. Aber jetzt explizit giftig war es jetzt eine andere Frage. So. Irgendwas, was noch aufs Maul will? Oh, Besucher. Mag Besuch doch nicht so gerne. Da freut sich das Mädchen ohne Kopf. Weniger Fragen stellen, mehr draufballern.
Beide sehr unangenehm. Na ja, gut. Ja. Dann was? Schnelle Auslöschung. Der Bruder, dem hat das gar nicht gefallen. Schön ein Stufenaufstieg. Synergiestufe. Durch EP steigt Akitos Synergiestufe mit seinen neuen Kräften. Du erhältst EP, indem du Gegner besiegst und Missionen abschließt. Bei einem Stufenaufstieg erhöhen sich deine maximalen LP und du erhältst Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte, mit denen du im Fertigkeitenmenü neue Fertigkeiten freischalten kannst. Na also... So, muss ich jetzt was wählen? Ja, Geisteskräfte erlernen. Wenn deine Synergiestufe steigt, erhältst du Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte. Über das Fertigkeitsmenü, das habe ich doch schon gelesen. Du hast jetzt Zugriff auf das Fertigkeitsmenü. Erlerne den aufgeladenen Angriff Takehaya. Na gut. Tierisches Weben. Lernen. Führe aufgeladene Angriffe mit ätherisches Weben. Ja, links halten halt. Das kriegt man noch hin. Ja, und ich will ja den auf die Fresse hauen. Ich bin sehr achtsam. Ich bin unachtsam. Das war's Wort. Kann man nicht einfach die Treppen nehmen? Komm schon. Kannst doch bestimmt darüber springen mit bisschen Motivation. Ja, nehmen wir halt die Rolltreppe. Die rollt ja sogar. Und wir kommen langsam nach oben. Das ist zumindest ein schönes Detail. Ich glaube, rechts stehen, links gehen, so war das. So, wir haben es gleich geschafft. So, irgendwo Gruseltypen oder Gruselmädchen. Mag beides nicht besonders. So. Mensch, hier sind aber viele draufgegangen. Für aufgeladene Angriffe. Ja, ich weiß. Aufladen, aufladen, aufladen. Hier angreifen. Jetzt hat die keinen Kern mehr, ich verstehe. Wollte ich doch ansehen. Flyer des Nachbarschaftsvereins, demnächst Kiezflohmarkt. Verstopft die alte Kinderkleidung alle Schränke, quillen die Küchenschränke mit Kleinkram über, bringt mit, was ihr nicht mehr braucht und verkauft es. Was für euch nur Kram ist, könnte für jemand anderen ein Schatz sein. Na gut, also es gibt hier wohl einen Flohmarkt in der Nähe. Bin mal gespannt, ob da noch Leute auftauchen. Ich glaub's ja erstmal nicht. Aber vielleicht finden wir es raus. Soll ja ganz in der Nähe sein. Hier aufpassen, draufhauen. Bist du tot? Bist nicht tot. Wieso bist du nicht tot? Was soll denn das jetzt? Kann ich deinen Kern nicht extrahieren? Ich glaube jetzt. Steht ja dran. Oh nee, wieder ein kleines Mädchen. Das Karate kann. Okay. Ich bin auch nicht erfreut, dass du mich hier angreifen musst. Gib mal deinen Kern hier. Dankeschön. Ach, ist das schön. Ja, was bist du? Fragen zum Krankenhaus. Irgendwas stimmt mit dem Krankenhaus nicht. Ich habe gehört, es soll hier Krankenzimmer im 4. Stock geben. Das muss ein böses Omen sein. Ich bin schon mal hier behandelt worden. Damals gab es aber keine Krankenzimmer im 4. Stock.
Was ist jetzt das Problem im vierten Stock? Ich kann ja verstehen, dass man nicht so weit die Treppe hochlaufen will, aber... Naja, Vermisstensuche. Wir suchen nach Informationen über den folgenden Vorfall. Am 15. April verschwand das Mädchen auf diesem Foto. Da ist kein Bild verfügbar. Sie wurde zuletzt im 429 in Shibuya beim Shoppen gesehen. Wenn Sie Informationen über Ihren Verbleib haben, rufen Sie bitte sofort an. Sogar gebührenfrei kann man da mit jemandem reden. Das ist ein Service. Oh. Bleib weg, du Schulmädchen. Nein. Nein. Hier, ich hau dich. Ich hau dich. Und ich nehme meinen Kerl. Ganze Armee an Schulmädchen hat er hier ausgelöscht gehabt. Wenigstens kann man die relativ gut platt machen. Die sind mir noch nicht überlegen. Außer vielleicht intellektuell. So. Oh, wollte ich gar nicht. Verzeihung, verdrückt. Kühlschrank. Nee, Snackautomat. Kein Kühlschrank. Was ist was? Wieso hat jetzt mein Geist ein mieses Gefühl? Wie soll ich mich fühlen? Oh je. Oh je. Ich hab gekeucht. Und die Stühle sind gefleucht. Wenn auch nur kurz. Die war doch schon offen. Ich glaube, jetzt kommt ein Jumpscare. Jetzt. Nee, ich hab keine Ahnung. Jetzt. Ich hab Angst. Da! Weiß ich nicht. Ein Jumpscare. Er könnte jetzt direkt hinter mir sein. Na nee, gut. Marie, bist du's? Hey! Ich hab hier am Ende des Schuljahres hier. Ich bin vorsichtig. Mein Vor- und Zuname. Ich heiße Vorsicht, vorsichtig. Und die meisten, wenn sie mich sehen, nennen mich Oje. Muss ich jetzt meine Schwester töten? Keine Ahnung. Schichtübergabeprotokoll. Patient Toshiyuku Kouta, Zimmerverlegung 403 nach 402. 405, Beschwerde über Lärm aus Nachbarzimmer. 410, niedriger Wasserdruck. 417, Bruder hat Blumen geschickt. Vase benötigt. Wieso haben die keine Vasen vorrichtig? Wer bist du? Geh mal weg. Geh mal weg. Wieso brennt jetzt alles? Das ist kein Krankenhaus, wo alle Leute gestorben sind. Puh, da bin ich aber beruhigt. Hier, 17. Nein, da hat doch die Vase gefehlt. Lauf! Okay, er läuft nicht. Er ist so dämlich. Niemals in ein Zimmer ohne Vasen gehen. Größter Fehler, den man machen kann. Wenn man Blumen dabei hat, ansonsten ist nicht so schlimm. Oh. Also ich würde sagen, die haben hier einen Wasserschaden in dem Zimmer. Das erklärt den niedrigen Wasserdruck im anderen Raum. Aua, mein Kopf. Nein, nicht wundervoll. Gut Beobachterin. Ah, wenigstens hat der Bösewicht einen Plan. Ja, immer gut für ein Spiel, wenn Bösewicht den Plan haben. Ja, rühr sie nicht an, sie ist doch kein Ei. Zumindest kein Rührei. Ich bin halb Mensch, halb japanischer Anime-Krieger. Ich bin ein Unwissender Name. Oh
逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回し。Wirbelsaft wird's nicht sein? Natürlich ist es Willenskraft. Ja, sonst werde ich hier richtig sauer. So, o mein. Ja. Anzuruna. Watashi nara kanojo o sukutte yare. Nein. Ich brauche keine Erlösung. Wir haben noch Erlösung daheim. Oh nee, ich habe wieder gefesselt. Und diesmal sieht der Typ schlechter aus. Wer ist denn das? Und das? Wer ist maskiert, wird massakriert. Nein! Das brauche ich noch, um zu lieben. Und das war für die Wirbelsäule ganz hilfreich da hinten. Oh je. Einmal so richtig schön gefistet worden und dann verpeilt er, wo die Faust rein muss. Nein, tragt sie doch nicht weg. Jungs, Jungs, Jungs. Und Mädel. Marie, komm zurück. Wieso gehst du mit denen mit? Jo, und jetzt haben wir einen schwarzen Bildschirm, um mal schön nachzudenken. Und während ich laber, hat es ja schon längst geladen. Okay, wir sind noch nicht tot, wir sind auf einer Mondplantage. Dann lass mal hören. Naja, das ist ja praktisch zwingend. Das ist emotionale Erpressung. Dann mache ich dann gleich nach der Folge. Na gut, rein mit dir. Na, wer du bist, weiß ich. Du bist die drei Fragezeichen. KK, werde ich machen. Ja, wenn es zufällig dann auf dem Weg liegt. So. Schön rangedengelt mit meinem USB-Stecker an seinen USB-Port. Und da sind wir ja. Boah, macht doch Sinn, dass wir hier sind. Können wir uns gleich ins Bett legen und auf eine Behandlung warten? Dann können wir, glaube ich, lange warten. Kein guter Service heute hier. Tja, ich würde sagen, die Schwester ist weg. Ah, wir sind immer noch Akito. Warum denn das? Ich dachte, der andere hat uns einfach übernommen. Na gut, muss man ja nicht alles verstehen. Na hallo? Das ist eine Erinnerung. So, wir nähern uns wieder der 30-Minuten-Marke und ich muss sagen, bis jetzt hat mich das Spiel noch nicht wirklich überzeugt. Ich kann es gar nicht mal so wirklich benennen, was mich daran stört, aber irgendwas ist es. Genau, ihr könnt gern mal eure Meinung zu dem Spiel dalassen als Kommentar und mir natürlich auch vorschlagen, welches nächste Spiel ich denn machen soll. Genau, dann würde ich mich noch fürs Zusehen bedanken und bis zum nächsten Mal.